Herzlich willkommen aus dem absolut regnerischen Tessin heute am Karfreitag. Ich heiße dich herzlich willkommen und danke dir für dein Interesse an meiner Arbeit. Ich möchte heute ein Video machen über die Arbeit, die ich mache, weil ich bin ja diplomierte Augentherapeutin, dann bin ich auch Augencoach, sozusagen Sehtrainerin, und ich bin aber auch noch Kraniosakraltherapeutin mit dem Spezialgebiet Augen. Das heißt, ich habe ganz vieles, was ich mache, aber das Wichtigste ist, es hat alles mit dem Augenlicht zu tun. Es gibt so viele Menschen, die mich immer fragen, was machst du? Was ist das? Wie soll ich mir das vorstellen? Und ich möchte mich jetzt bei dir hier vorstellen. Das heißt, ich habe eine Arbeit, die für Menschen mit Augenproblematiken wirklich interessant ist. Weil es geht darum, dass ich nicht nur Fehlsichtige unterstützen kann, also wenn du eine Brille trägst zum Beispiel, sondern es geht mir hauptsächlich darum, dass ich Menschen unterstützen kann, die eine Augenkrankheit haben. Und da bin ich spezialisiert darauf, vor allem natürlich beim Glaukom, weil ich selber eins hatte, und bei den Makuladegenerationen bin ich auch super spezialisiert, weil ich seit 20 Jahren solche Menschen bei mir in der Praxis vorfinde. Das heißt, diese Menschen, die Augenkrankheiten haben, haben erstens das Problem, dass der Augenarzt nicht viel erklärt. Und zweitens normalerweise auch, dass sie nicht wissen, was sie wirklich haben. Es klingt dann so, ich habe eine Makula, aber eigentlich hast du eine Makuladegeneration, weil Makulas haben wir alle. Das sind die Punkte des schärfsten Sehens im Auge. Ja, das ist jetzt ein kleiner Scherz, aber der gehört auch dazu. Dann ein Glaukom ist ein Augenüberdruck oder es kann auch ein Normaldruckglaukom sein. Das heißt, hier wirst du von mir unterstützt. Und das kann sein, dass du unterstützt wirst von mir, wenn du zu mir persönlich in die Praxis kommst. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sind nicht bei mir in der Nähe, weil ich bin nämlich in Orselina und nur 4 Tage im Monat in Zürich, wo ich auch immer wieder voll bin. Also ausgebucht sozusagen, ist ja schön, aber es ist halt so, dass ich auch Menschen in weiteren Distanzen erreichen möchte mit meiner Augenarbeit. Ich war in meinem ersten Leben, so könnte man sagen, eine Textilfachfrau. Also das ging von Schneiderin zur Textilfachschule, zum Einkauf, zur Abteilungsleiterin. Dann hatte ich ein eigenes Bekleidungsgeschäft bis hin jetzt zu meiner therapeutischen Arbeit, wo ich sagen muss, das ist meine Herzensarbeit. Und das werde ich wahrscheinlich machen, bis ich diese Welt verlassen werde. Ja. Ja, und ich bin ins Tessin gezogen. Ich habe vorher am schönen Zürichsee gelebt, aber ich bin ins Tessin gezogen, weil es in Zürich immer so schlechtes Wetter hat. Und jetzt schaut mal da, da hinten raus, hier. Es ist neblig, es schüttet, was möglich ist hier. Der Lago Maggiore füllt sich, die Reiskammern im Piemont füllen sich genauso, weil dieses ganze Wasser muss ja irgendwo hin, was da seit Tagen niederprasselt auf unsere Dächer. Gut, also, was mache ich denn? Wenn du zu mir kommst, in eine private Sprechstunde oder besser gesagt in eine Therapiestunde, dann ist das so, dass meine Therapiestunde ein Mix ist aus zum Beispiel dir erklären, was du wirklich hast, anhand eines Augenmodells zum Beispiel, damit du besser daran arbeiten kannst, um einen Genesungsweg zu eröffnen. Und das Zweite ist, dass ich dir vielleicht auch ein paar Augenübungen nach Hause mitgebe, die du zu Hause machen sollst, weil es wichtig ist, dass deine Augen eine Beweglichkeit haben oder zum Beispiel eine Entspannung oder Sonnenlicht oder sonst irgendetwas. Oder vielleicht kriegst du auch eine Meditation von mir, das kann auch sein, je nachdem, was du an deinem Augenlicht
machen möchtest oder warum du bei mir bist. Und dann kriegst du natürlich was ganz Besonderes von mir. Das ist die Kraniosakraltherapie, spezialisiert aufs Augenlicht. Und das genießen alle meine Klienten aufs Äußerste. Das heißt, sie sagen am Anfang schon immer, sprich nicht so viel, sondern behandle mich, weil das möchte ich wirklich genießen. Ja, es freut mich außerordentlich, dass meine Arbeit, die ich übrigens ins Leben gerufen habe und seit 20 Jahren praktiziere, also diese Arbeit gibt es nirgends sonst auf der ganzen Welt. Du kannst suchen, wo du möchtest, die gibt es nicht. Das heißt, meine Arbeit habe ich kultiviert und erfunden. Und diesen Mix aus Augenübungen, Erklärungen, Informationen, auch Arztberichte lesen, Bilder entziffern, die du bekommst von deinem Augenarzt und meine therapeutische Arbeit, dieser Mix, den kriegst du sonst nirgends. Den kriegst du nur hier in der Schweiz, natürlich auch über meine ausgebildeten Therapeuten und Therapeutinnen. Ich habe nämlich eine Ausbildungsschule, wo ich diplomierte Augencoaches, das ist online, das kann also jeder machen auf der ganzen Welt, und diplomierte Augentherapeuten ausbilde. Die Augentherapeuten, die kommen hier nach Orselina, weil sie hier das machen müssen, weil die Therapie kann man einfach nicht online therapieren oder besser gesagt ausbilden. Das geht nicht. Also von daher reisen die Menschen hier nach Orselina, um diesen Berufsstand zu erlernen. Und eigentlich sind wir, sprich auch ich, die Physiotherapeuten der Augenärzte. Nur kein Augenarzt weiß es oder kein Augenarzt will es wissen. Weil, wie du ja weißt, die Physiotherapeuten sind hier in der Schweiz von der Grundkasse akzeptiert und wir natürlich nicht. Also die meisten sind überhaupt nicht akzeptiert von irgendeiner Krankenkasse. Das heißt, du musst es oft selber bezahlen, aber ich sage mir halt auch immer, was soll's denn? Es geht darum, ob du erblindest oder nicht erblindest. Das heißt, es gibt so viele Methoden, die du dann wahrscheinlich ausprobierst, die Tausende von Franken kosten und dir wahrscheinlich gar nichts bringen, wo ich dann sagen muss, was soll es schon sein, wenn du zum Beispiel einmal im Monat eine Stunde zu einer Therapeutin gehst und da 100 bis 150 oder 160 Franken ausgibst, aber es ist für dein Augenlicht. Das heißt, es geht darum, dass auch deine Fehlsichten natürlich nicht zu kurz kommen, wo wir, also die ganzen Augentherapeuten, die diplomierten Augentherapeuten und auch diplomierten Augencoaches, so wie sie sich heute nennen, nämlich dafür da sind, dass sie schauen, wie du mit deiner Brille umgehen sollst, wenn du zum Beispiel unglücklich bist mit einer Gleitsichtbrille oder du findest, wieso habe ich eigentlich eine Gleitsichtbrille auf der Nase? Ich sehe ja eigentlich ganz gut. Ja, da können wir dich natürlich beraten und abholen und sagen, wo du sie brauchen kannst, wo nicht, oder ob du eine Unterkorrektur machen sollst mit einem Optiker zusammen, natürlich nicht mit uns. Wir sind ja nicht diplomierte Optikermeister. Übrigens, es gibt auch in der Schweiz diplomierte Augentherapeuten, die Optikerinnen und Optiker sind. Das heißt, ich habe ein Netz, wo du dann auswählen kannst, wo du hingehen willst, wenn du eine Unterkorrektur haben willst, weil es nämlich nichts bringt, wenn du einfach zu einem Optiker gehst und ihm sagst, dass du eine schwächere Brille haben willst. Die lachen dich schlichtweg einfach nur aus. Mir geht es um dein Augenlicht, mir geht es ums gesunde Augenlicht. Natürlich, ich habe auch eine Brille, das ist logisch, sonst würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Wie meine Mutter pflegte zu sagen, wow, die Psychiater, die brauchen ja alle auch einen Psychiater. Und da muss ich sagen, jawohl, das ist richtig, weil wenn man seinen Beruf wirklich weiß und kennt, dann hat man dieses Problem selber, weil dann weiß man ganz genau, was man machen muss. Tja. Und natürlich geht es auch darum, dass ich in meinem Berufsstand auch mit Augenärzten zusammenarbeite, insofern, als dass die augenkranken Menschen ja immer Unterlagen bekommen, also da werden ja immer alles wird angeschaut, es wird alles gemessen und diese Unterlagen, die verlange ich dann
über meine Klientin oder meinen Klienten, weil ich kann die ja nicht selber verlangen, und meine Klientin, mein Klient besprechen dann das mit mir zusammen. Entweder in einer Stunde, wo sie eins zu eins bei mir sind, oder ich habe natürlich auch Online-Tools. Ich habe Seminare online, die du machen kannst, wenn du in Thailand, in Malaysia oder in Amerika zu Hause bist. Du musst einfach nur Deutsch sprechen können. Das ist das Wichtigste für mich, weil diese ganzen Online-Tools, weil sie sind alle auf Deutsch gemacht. Das heißt, du kannst, wenn du eine Fehlsicht hast, kannst du das Sehkraftkristall Online-Seminar kaufen. Das ist etwas, wo du an deiner Fehlsicht oder an deiner Augengesundheit arbeiten kannst. Ich bin spezialisiert in diesen Online-Seminaren, weil ich wunderbare Meditationen für dich bereitgestellt habe, die ziemlich in die Tiefe gehen. Das heißt, du bist bei mir nicht richtig, wenn du meinst, du könntest 3 Monate lang einfach ein paar Augenübungen machen und dann sei deine Fehlsichtigkeit weg. Da bist du bei mir total falsch. Sondern du bist bei mir richtig, wenn du in die Tiefe deiner Seele gehen möchtest, um anzuschauen, was ist bei mir die Wurzel, warum kann ich gewisse Dinge nicht sehen. Dann bist du richtig bei mir. Dann bin ich die richtige Adresse für dich. Das heißt, wenn du nur eine Fehlsicht hast, dann wäre dieses Sehkraftkristall etwas für dich, dass du machen kannst und per Mail mit mir in Verbindung stehst und mit mir kommunizieren kannst. Oder wenn du zum Beispiel eine Makuladegeneration hast, egal welcher Art, kannst du das Makula Brilliant Online-Seminar jetzt noch kaufen zum Spezialpreis, aber das weißt du ja wahrscheinlich. Und dann bist du mit mir nicht nur via E-Mails verbunden und um die Arztunterlagen hin und her zu mailen, sondern du bist auch mit einer Sprechstunden-Zoom-Call-Thematik verbunden, wo du monatlich mit mir sprechen kannst, in einer Gruppe zusammen, und da fühlst du dich auch nicht ganz so alleine. Und wir werden eben die Resultate anschauen und schauen, was braucht es für dich und vor allem, wie geht es dir dabei? Also du wirst da Augenübungen haben, du hast da Meditationen, du hast aber auch Tipps und Tricks, wie du dich in der Ernährung verhalten sollst. Was heißt das, Augenernährung? Was muss ich denn da machen? Was heißt denn das, den Körper entgiften, um gutes Blut zu haben, für ein gutes Augenlicht und so weiter und so fort? Das ist alles in diesem Online-Tool drin. Das ist übrigens auch im Online-Tool Glaukom-Diamant ist das drin. Das heißt, wenn du eine Augendruckproblematik hast, dann ist das genau dasselbe Spiel, nicht nur per Mail, sondern auch per Live-Zoom-Sprechstunde bist du mit mir verbunden. Und dann können wir über alles sprechen. Und es macht riesig Spaß. Es ist wirklich mein Herzensprojekt. Es ist so wunderschön zu erleben, wie meine Klienten immer wieder Wunder erleben, Verbesserungen erleben und Verbesserungen in Geschichten, die ja nicht möglich sind, weil es ist ja vererbt und man muss sich einfach reinschicken da, zum Beispiel beim Glaukom in die Tropfen oder bei der Makuladegeneration muss man sich einfach reinschicken und warten, bis man die feuchte Makuladegeneration hat, weil nur dann die Schulmedizin eine Möglichkeit hat, eben Injektionen zu geben. Aber selbst dann bist du ja nur einer von 50%, wo es vielleicht etwas hilft. Also warum wäre es denn von Vorteil, wenn du was machen würdest? Genau dazu bin ich da und ist dieser Berufsstand da, dass eben dieses Warum behandelt wird, ob es überhaupt Sinn macht, da etwas zu tun. Das können wir klären zusammen, und zwar nicht nur ich, sondern ich habe auf meiner Homepage eine Therapeutenliste und da siehst du, wo sind die diplomierten Augentherapeuten zu Hause in der Schweiz, wer ist für mich am nächsten, wo kann ich hingehen und eine Stunde buchen, um mit dieser Person mal zu sprechen, was ich überhaupt habe und was ich machen kann dagegen oder eben dafür, dass ein Genesungsweg initiiert wird. Ja, ich bin eine Frau, die sich auf die Fahne geschrieben hat, dass nicht alles einfach als gegeben
hingenommen werden muss. Ich hatte ein Glaukom mit 38 Druck. Ich habe es nicht als gegeben hingenommen. Ich bin seit über 8 Jahren medikamentenfrei und habe einen normalen Druck. Das heißt, der ist schon immer zwischen 17 und 21. Da ist er drin. Aber ich habe mich erlöst von diesen Beta-Blocker-Tropfen. Ich muss die nicht mehr nehmen. Es ist vorbei, weil diese Nebenwirkungen, die will ich nicht mehr haben. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Und ich will ja 100 Jahre alt werden und 40 Jahre diese Medikamente reinzutröpfeln, das sehe ich bei meinen Klienten, was da passiert. Weil du wirst irgendwann immun, ich sage jetzt mal immun gegen diese Tropfen, es gibt immer stärkere Tropfen, dann gibt es Operationen und am Schluss weißt du nicht mehr, was hinten und vorne ist. Und so weit möchte ich es eben nicht kommen lassen. Wenn du natürlich schon so weit bist, kannst du auch zu mir kommen, logischerweise. Aber es geht darum, dass ich dich aufwecken will, dass du aufwachen sollst, selbst wenn du nur eine Fehlsicht hast, dass du aufwachst, dass du nicht immer eine stärkere Brille holst, sondern dass du dir überlegst, warum und wieso ist denn die Menschheit überhaupt so blind, warum gehöre ich auch dazu? Ja klar, es haben alle eine Brille. Aber wenn du plus oder minus 3 Dioptrien hast, dann ist es nicht notwendig, dass du permanent deine Brille auf der Nase hast. Es ist einfach nur mal nicht notwendig, weil dann wird sie vielleicht auch nicht stärker, aber dann musst du was tun dagegen. Und wenn du Lust hast, etwas zu machen oder wenn du Interesse hast, mehr zu erfahren, was du wirklich an deinen Augen hast, dann geh jetzt ins Internet auf augenschule.ch und schau mal rein, was ich alles für Angebote habe, online und offline. Ich habe ja auch Seminare hier im Tessin, kannst du dich auch anmelden. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, ja, ich möchte gerne eine Ausbildung machen im Augenlicht, dann könntest du den Augencoach zuerst online dich anmelden und das jetzt absolvieren und dann im nächsten Ende Jahr 24 und Anfang Jahr 25 den Augentherapeut anhängen, dann hättest du ein wunderbares Diplom, wo dich berechtigt, um eben den Leuten professionell die Unterstützung zu geben, wo sie eben die Hilfe gebrauchen. Das ist auch noch ein Kind von mir, diese Ausbildung, weil es macht mir immens Spaß, mittels Zoom-Calls mit den Auszubildenden zu sprechen, zu kommunizieren, uns auszutauschen und zu schauen, wie liest man einen Arztbericht, wie schaut man diese Bilder an und so weiter und so fort. Und was macht man denn mit diesen Menschen, die zu uns kommen? Gibt man denen welche Augenübungen, welche Meditationen sind die richtigen? Das lernst du alles hier bei mir. Zuerst online und dann offline hier in Orsolina, den Therapeuten, weil da gehen wir natürlich mit den Händen an den Kopf, an die Augen, an den Nacken, an die Schulter und das geht einfach nicht online, das geht nur offline. Und natürlich habe ich dann auch noch für die Kraniotherapeuten die Fachfortbildungen, wo du auch Stunden als Weiterbildung angeben kannst. Das ist dann noch so ein kleines Tool von mir, was ich mich jetzt auch spezialisiert habe. Und da gibt es ein Grundseminar und es gibt ein Fortbildungsseminar, wo du dich wirklich rein vertiefen kannst. Aber das ist auch hier in Orsolina. Und ja, wenn du aus Deutschland kommst, dann ja, mach halt mal Ferien in Orsolina und packe dir so einen 3- oder 4-Tages-Kurs mit ein. Weil das macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die Augenproblematiken haben. Weil wohin geht ihr denn? Wohin gehst du? Außer zum Augenarzt oder zum Augenoptiker. Und die haben keinen Nerv mit dir über die Hintergründe, warum du nicht gut siehst, zu sprechen. Die haben keinen Nerv dazu, die sind auch nicht dafür da. Die Augenoptikermeister sind dafür da, dir eine Brille zu machen oder Linsen anzupassen. Und die Augenärzte sind dafür da, zu schauen, ob deine Augen krank sind oder ob sie gesund sind, ob man was operieren muss oder nicht. Wir sind dafür da, dir zu helfen, dass du zu Hause selber was machen kannst, dass du dein Augenlicht stärken kannst, glänzender machen kannst, funkelnder machen kannst und eben auch auf einen Genesungsweg gehen kannst, damit du nicht die Angst permanent haben musst, dass du irgendwann erblindest, sondern dass deine Augen
ein Einhaltgebiet ist deiner Krankheit oder sogar eine kleine Verbesserung erfahren kannst. Und auch bei der Dioptrienzahl, dass du dort nicht immer raufschraubst, sondern innehältst oder sogar eine Verbesserung erfahren kannst. Ja, das sind die diplomierten Augencoaches und Augentherapeuten. Und ich freue mich riesig, wenn du auf meine Seite gehst, um eben meine Angebote anzuschauen, weil es ist weltweit das einzige Tool, wo du ganzheitlich wirklich in deutscher Sprache für dein Augenlicht Unterstützung bekommen kannst. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, du hast ein schöneres Wetter am Karfreitag als ich hier mit diesem schrecklichen Regen. Aber deswegen ist jetzt wieder ein Video entstanden und ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Schöne Ostern wünsche ich dir und alles Liebe aus dem regnerischen Tessin.